Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. Mehr und mehr Wissenschaftler verstehen, dass das Buch des Lichts der König aller Wissenschaft ist. Und dass es, wenn es wirklich ein Wahrheitsstreben geben würde, ein objektives Wahrheitsstreben, dass das Buch des Lichts an jeder Universität gelehrt werden müsste. Und die Wahrheit muss auch so klingen, auch wenn die Tonaufnahmen im Augenblick nicht so schlecht sind, weil mein Computer gerade nicht so funktioniert, ich aber das unbedingt hier sagen möchte. Ja? Nun ja, wir sind an sich keine Philosophie. Wir geben uns auch nicht mit unlösbaren Problemen ab, obwohl das Buch des Lichts die Welt genauer erklärt als alle anderen historischen oder wissenschaftlichen Bücher zusammen. Nämlich 150 Billionen Jahre zurück bis zum Wiedererwachen des Universums und im Voraus die Grundentwicklung 150 Billionen Jahre bis zum Verschwinden des gesamten Universums, das nach einer Ruheperiode wieder erscheinen wird. Diese Lehre kann erfahren werden, selber in ihrer Logik und Richtigkeit, von einem Kind bereits. Darum das Buch des Lichts für Kinder. Das höchste Ziel, das vom Buch des Lichts verkündet wird, ist so, ja, vielleicht für die augenblickliche Zeit, die ja sehr sich mit Empfindungen und Gefühlen und auch mit Denken assoziiert, ja, ist so revolutionär, dass kaum jemand das akzeptieren will. Denn die Wahrheit liegt jenseits von Wahrnehmung und Empfindung. Das ist ein Komplex von Erfahrungstatsachen in der Meditation gewonnen, wo wir uns von allem lösen und immer noch da sind. Wie das ist, man mahnt sich an die Arbeit, denn eigentlich, meine Lieben, was der Mensch nur will, und was er verzweifelt sucht in der Welt und zugleich so unsinnig wie jemand, der das Trockene im Nassen sucht, ist den Ursprung. Er sucht den Ursprung, den er verlassen hat. Den kannst du nur finden, wenn du dich in der Anhaftung von dem löst, mit dem du dich im Augenblick umgibst. Und da wird die Hülle natürlich in keinem anderen Buch der Welt so genau erklärt wie im Buch des Lichts. Und zwar alle Hüllen. Physisch, mental, emotional, astral, ätherisch und so weiter. Also der Ursprung, an dem mangelt es dem Menschen. Er weiß nicht mehr, woher er kommt. Wenn es genügen würde zu wissen, ja, ich komme von meiner Mutter, würde keine weitere Frage aufkommen, wo kommt deine Mutter her? Und wo kommt die Urgroßmutter her, die Ururgroßmutter? Und woher? Aus dem Urgrund, dem wir periodisch entspringen, getrieben von Lebensdurst, Trishna, welcher gleichzusetzen ist mit Nichtwissen, denn Leben ist Leiden. Und wer leben will, der leidet. Und dann lehrt auch das Buch des Lichts, dass es ein Leben per se überhaupt nicht gibt. Es gibt nur ein Sterben. Die Geburt ist der Beginn des Sterbevorganges und der Tod sein Ende. Irgendwann einmal wird das Buch des Lichts an allen Universitäten der Erde gelehrt werden. Ja. Und dann wird jede Wesenheit irgendwann, Zeit spielt keine Rolle, zum Umdenken bereit sein, zurück zum Urgrund. Indem es sich von allem Erkennbaren löst, weil es alles Erkennbare erkennt als nicht das Selbst, als nicht die Quelle, als nicht den Urgrund. Die gegenwärtige Menschheit ist noch nicht bereit dafür. Sie wühlt noch allzu gern im Schmutz, im Dreck. Wissenschaftler schreien Zeta und Mordio, wenn man ihnen überhaupt zu nahe tritt mit dem
Problem der Weltüberwindung. Ja. Die sagen auch, wir wollen die Welt überwinden, aber ganz anders wollen die Welt überwinden. Nicht durch Loslösung, sondern durch Anhaften. Das ist so, als ob ein kleines Karnickel sich gegen einen riesen Bären wehren will. Ja. Das wird gefressen, immer und immer wieder. Ob man nun zum bedingungslosen Anhänger des Buchs des Lichts wird, hängt davon ab, inwieweit man noch an dem haftet, was man nicht ist. Und sich mit dem identifiziert. Selbstverständlich ermöglicht uns das Buch des Lichts auch ein Erlangen der Himmelswelt. Wenn wir das wollen. Ist aber nicht das Höchste. Die Evidenz der Lehre ist klar. An einfachen Beispielen zu sehen. Wenn du nackt sein willst, musst du die Kleider ablegen. Wenn wir jetzt mal bei diesem etwas holprigen Vergleich bleiben wollen. Wer wissen will, was er ist, muss sich lösen von dem, was er nicht ist. Was er nicht ist, ist das, was er als vergänglich und veränderlich wahrnimmt. Wenn er das Veränderliche wäre, würde er sich damit auch verändern, tut er aber nicht. Alle 8 bis 9 Jahre wechseln die Zellen unseres Körpers vollständig. Vollständig neuer Körper. Ja? Also ist doch da etwas, was diese Veränderung wahrnimmt. Man kann sich ja nicht mehr erinnern, was die letzten 9 Jahre war, oder 10, oder 7, oder 8. Ja? Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist so. Also beim Buddha zum Beispiel konnte ein Kuhhirte die Sache sofort verstehen. Universitätsprofessoren haben etwas länger gebraucht. Menschen beschäftigen sich mit den astralen Weltproblemen, wollen Ewiges und Zeitliches trennen und so weiter und so weiter. Wir sind da ein bisschen radikaler. Wir sagen, alles Veränderliche bist du nicht. So, nun macht man sich an die Arbeit. Ja. Und im stillen Kämmerlein, mein Lieben, wisst ihr, im Augenblick könnt ihr diese Corona-Sache doch nutzen. Draußen ist die Wahrheit sowieso nicht. Was machen sie wieder alle nach der Corona-Lüge? Ist ja eine Lüge, das Ganze. Aber was machen sie? Sie kehren wieder zurück in die Außenwelt, lassen sich überfluten von Reizen, lassen sich verführen, belügen und betrügen. Ja? Anstatt die Zeit zu nutzen, sich jetzt mit der Lehre zu befassen und zu meditieren und so weiter und so weiter. Dieser Begriff der Erkenntnis, der erzeugt in vielen ein Unbehagen, weil sie bisher immer dachten, die Wesenheit erkennt. Genau genommen tut sie es nicht. Die Wesenheit benutzt ein Gerät, einen Körper, der ist der Erkennende. Und die Wesenheit stürzt sich und gibt den Körper in die Erkenntniswelt. Erkennt dies und das und urteilt und sagt, das ist gut, das ist schlecht, das will ich nicht. Aber es folgt, es ist immer erst da die Erkenntnis des Objektes. In Nirvana wird nichts mehr erkannt. Weil in Nirvana hat man keine Ohren zum Hör, zum akustischen Erkennen, keine Nase zum Riecherkennen, keine Augen zum visuellen Erkennen und kein Gehirn zum mentalen Erkennen. Dieser Zustand, frei vom Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, führt direkt zu Nirvana. Man ist immer noch da. Man sieht, hört, fühlt, schmeckt, tastet, denkt und nichts mehr. Wer sich aber noch, und das ist ja nur menschlich, das ist ja verständlich, wer sich noch identifiziert mit den Aktivitäten der Sinne, wird genau dieses sich identifizieren, wird eine Mauer sein und der Wahrheit. Und darum sind auch die Himmelswelten eben vergänglich. Leider so. Oder Gott sei Dank, ich weiß nicht. Ganz gleich, wie beseligend sie auch sein mögen. Und sie sind viel beseligender als die Erdenwelten, das kann ich euch versprechen. Ja. Wer sich loslösen will, der muss da erstmal wissen, wovon. Und Buch des Lichts erklärt diese Möglichkeit sich Lösens von Haftensgruppen. Wir haben 5 Haftensgruppen. Persönlichkeit, also genauer gesagt, entschuldigt bitte meine holprige Erklärungsweise, aber bin manchmal selbst erschlagen von der
gnadenlosen Logik der Lehre. Ich sag's euch, ich sag's euch. Also die fünf Haftungsgruppen, das sind die Persönlichkeit. Das ist die Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit besteht aus der Haftungsgruppe des Körpers, der Empfindung, der Wahrnehmung, der Gemütstätigkeiten und des Bewusstseins. Auch das Bewusstsein bist du nicht. Auch das Bewusstsein ist eine Energie des vergänglichen Körpers von Anatta. Das muss man sich mal vor Augen halten, wer immer sein Bewusstsein erweitern will. Ja, wozu denn? Da haftest du doch immer weiter ab. Lösen sollst du dich vom Bewusstsein. Das ist natürlich für viele neu. Und viele Gurus schrecken erschreckt zurück. Oh mein Gott, da geht mein Geld. Ja, Mann. Ich lehre doch den Leuten Bewusstseinserweiterung. Und jetzt kommt der Lanu und sagt, du brauchst keine Bewusstseinserweiterung. Ja, brauchst du auch nicht. Loslösung vom Bewusstsein brauchst du. Die erlangst du in der Seelenatemmeditation. Also das ist meiner Ansicht nach so überwältigend, dass die meisten es nicht wahrhaben wollen und sich in der Richtung nicht an die Arbeit machen wollen. Und das ist auch menschlich unverständlich, mein Lieben. Ja. Aber wenn man weiß, so entsteht der Körper, so löst er sich auf. So entsteht die Empfindung, so löst sie sich auf. So entsteht die Wahrnehmung, so löst sie sich auf. So entsteht was noch, die Gemütstätigkeiten lösen sich auf. Das Erkennen, so entsteht es und löst sich auf. Das Erkennen hat aber noch lange nichts damit zu tun, dass wir richtig erkennen. Ich löse in der Früh manchmal Rätsel, so ein Rätselheft. Gucke ich einmal drauf und da steht Sonne. Ich schaue schnell auf, Sonne ist Sonne, Sonne mit fünf Buchstaben. Dann steht, da sehe ich da plötzlich, da stand gar nicht Sonne. Da stand Sonde. Das war so klein, die Dinge hatte ich, und ich habe assoziiert Sonne. Also nur weil ich was erkenne, muss das nur lange nicht richtig sein. Die Definition. Und wenn die Definition richtig ist, missbrauchen sie unsere Eierköpfe meist. Sie haben, glauben, ein Atom erkannt zu haben, und jetzt bewerfen sie das mit anderen Teilchen, damit es explodiert. Man sollte die Leute auspeitschen. Wenn ich nicht so friedlich wäre, würde ich das empfehlen. Aber es war nur ein Scherz, entschuldigt. Ja, gut. Wenn du die Entstehung aus Ursachen merkst, dann weißt du, was die Wahrheit ist. Ja. Wir haben den Willen, wir haben Vergnügen, wir haben Bejahung, wir haben Behagen an diesen fünf Haftungsgruppen. Das wollen wir. Die haben wir nicht gleich gehabt, sondern als wir den Urgrund verlassen haben, haben wir uns in die Materie gestürzt und erstmal andere Prästrukturen erlangt, entsprechend unseres Verlangens. Und dann kamen später Wesenheiten dazu und haben uns wie Maßschneider weiter versorgt mit Denken, mit Fühlen, mit diesem, das und jenem. Ist alles karmisch, aber leidvoll. Weil es immer wieder zur Anhaftung und zur Reinkarnation in die vergängliche Welt führt. Das muss man also wirklich bedenken, bevor man sich zu sehr in die Materie stürzt und sich zu viel wünscht. Ich kenne einige, die früher sehr arm waren und jetzt Millionäre sind, sehr unglücklich. Und Millionäre sind sie nur geworden, weil sie glaubten, die sind jetzt arm und wenn sie reich sind, sind sie glücklich. Von wegen, von wegen. Alle Leute wollen gesund werden, wenn sie krank sind. Ich sage an sich, bist du schon gesund? Nein, ich bin noch krank. Nein. Krankheit ist der Gesundungsprozess. Würde man diese Dinge besser betrachten, wie auch Ansteckungen und so weiter, dann würde man vor allen Dingen auf die Hygiene achten und dann können solche Sachen nicht passieren. Ja? Impfungen halten Krankheiten am Leben, so ist das nun mal. Aber ich will lieber nichts mehr davon sagen hier in solchen Videos, sonst wird man ja gleich wieder gesperrt. Wenn mir etwas nicht gehört, brauche ich es nicht immer wieder zu erwähnen. Sondern ich kann entsprechend handeln. Ich kann mich natürlich selbst betrügen und das behalten und so weiter. Das geht alles. Wenn ich die Sache objektiv betrachte, gehört mir dieser Körper nicht. Wenn er mir gehören würde, würde ich ihn behalten. Vor allem,
weil ich ja den Wunsch, weil Menschen den Wunsch haben, den Körper zu behalten. Also das allein zeigt schon, dass er ihnen nicht gehört. Und was einem nicht gehört, das wird einem wieder entrissen. Leben für Leben. Wir müssen das Verhältnis bedenken, meine Lieben, mit dem wir zu unserer Persönlichkeit stehen, also zum Körper. Da kann er jeden Augenblick zur Seite krachen, egal wie stark oder jung oder gut du dich fühlst, hat nichts zu tun damit. Dann mach bumm und weg bist du. Beziehungsweise das, was du nicht bist, ist weg. Ja? In dem Maße, in dem du anhaftest, empfindest du den Schmerz und so weiter. Der Buddha hatte vor seinem Tod auch große Schmerzen empfunden. Warum? Na, weil er noch in seinem Körper war und seinen Menschen noch was sagen wollte. Er hätte den Schmerz nicht empfunden, wenn er sich aus dem Leib zurückgezogen hätte. Ja? Das ist eben, weil da entsteht eine Reibung. Wenn die Systeme zusammenkrachen und das, was eigentlich gar nicht sterben kann, mittendrin ist, entsteht eine Reibung. Und das kostet dann der Schmerz, das ist logisch. Der Körper selber hat keinen Schmerz. Also, wenn wir ein Verhältnis haben zu unserer Persönlichkeit, zum Körper, zur Beziehung, man ist eigentlich nie allein, auch wenn man sagt, man ist allein, hat keinen Partner. Du hast einen Partner, der ständig bei dir ist, ist dein Anatta. Ja, was denkst du denn? Ja, und der ist dann traurig, wenn er allein ist. Nur ganz hohe Menschen können eigentlich nur ganz hohe Menschen können allein sein. Weil sie bereits ihr Anatta so im Joch haben, so in Kontrolle, dass das überhaupt nichts zu melden hat. Ja? Wir können ungestört mit sich sein. Und das Anatta hat gefälligst zu gehorchen. Aber das ist natürlich bei der Masse Mensch nicht so. Also dieses Verhältnis, was wir zu unserer Persönlichkeit haben, damit zu den Empfindungen, zu den Wahrnehmungen, zu den Gemütstätigkeiten, zum Erkennen, das ist genau das, dass wir diese Empfindungen haben, aber wir sind sie doch nicht. Wir können mit unserem Körper, mit den Sinnesorganen empfinden, das stimmt. Wir können wahrnehmen, wir können denken, wir können Bewusstsein, alles geht. Nur, essentiell bist du das nicht. Nun könnte jemand argumentieren, weil ich aber in dieser Welt bin, möchte ich die Welt besser verstehen, sie besser erkennen, sie besser wahrnehmen, sie besser schmecken, sie besser riechen, sie besser tasten, sie besser sehen, mich ihrer besser bewusst sein. Die denken eben falsch. Sie denken direkt in den Sumpf hinein. Das ist so, wie jemand sagt, außen stinkt der Sumpf noch ein bisschen, aber wenn ich tiefer tauche, dann wird es weniger stinken. Aber diese Leute sind halt unbelehrbar. Die müssen dann eben ihren Weg gehen. Buch der Lies lehrt, nur in der Loslösung ist überhaupt ein Sinn zu finden. Ja? Also die Persönlichkeit ist uns wesensfremd. Ich weiß, ihr habt das schon so oft gehört von mir, aber mein Leben. Etwas zu hören und intellektuell nachzuvollziehen, diese zwei Sachen. Meine Lieben, ich will euch doch nicht davon abhalten, zu lieben oder geliebt zu werden. Das ist ja völlig in Ordnung. Und wenn ihr einen Menschen habt, den ihr liebt und der euch liebt, ist das wunderbar. Ja? Ich sage euch nur, es gibt auch etwas anderes. Und dieses andere ist so radikal, aber je mehr ich darüber nachdenke, so beglückend. Und in der Meditation nähert man sich dieser Wahrheit. Und das ist, schau mal, Liebe ist eine Empfindung, eine Emotion, das ist wunderbar. Natürlich endet sie immer im Leid, denn Liebe bedeutet auch Anhaftung. Und redet man generös von bedingungslose Liebe und so weiter. Ich habe euch die Geschichte erzählt von den zwei Nonnen, die der Welt entsagt haben. Die im Urwald zusammen meditiert haben und gesessen haben. Alles war wunderbar, wunderbar. Nichts von der Welt wissen. Die wurden von Leuten besucht, war alles schön. Aber als die eine Nonne starb, da ist die andere zusammengebrochen. Und meine Lieben, das war die völlig falsche Herangehensweise.
Darum hat der Buddha auch gesagt, geht allein, ja, wenn ihr wohin geht. Natürlich soll man zusammenkommen, ihr hört mich ja jetzt auch und so. Wer aber Nirvana will, der muss sich nur mit sich selbst abgeben, beziehungsweise mit dem, was er nicht ist, und sich davon löst. Diese Vorträge führen dahin. Darum ist dieses Nirvana, das eine Existenz ohne Beilegungen ist. Und mit ohne Beilegungen meine ich vor allen Dingen auch ohne die himmlischen Körper, die ätherischen Körper, mit denen man im Himmel also seine Seligkeit erlebt. Ja? Ohne all diese Beilegungen. Das ist so radikal. Es ist das Glück jenseits der Sinnesfreuden, wo es keine Empfindungen mehr gibt. Und da bricht der normale Mensch zusammen. Der sagt, gut, ich will wenigstens, ich will auch keinen Sex haben, sagt er, ich will auch dies nicht haben und das nicht haben. Aber ich will doch dann das große Glück haben, zum Beispiel in der Himmelswelt dann. Da haben die doch auch keinen Sex, da leben die auch keusch, meine Lieben. Keuschheit ist kein Ziel, sondern eine notwendige Stufe zur Befreiung, zu Nirvana, wenn man das denn will. Ich gebe es doch nur weiter. Ihr müsst euch entscheiden, welchen Weg ihr wählt, ja? Zurück in die Welt und sei es in einem der höchsten Himmel, bitte, es geht auch. Nur bedenkt bitte, dass all das auch leidvoll ist. Ich habe die Pflicht, das Ende des Leidens zu verkünden. Würde mich natürlich freuen, irgendwie, wenn ich ein Guru wäre, der schon Nirvana erlangt hat, aber damit kann ich nicht dienen. So. Also, das Verhältnis, in welchem wir zu unserer Persönlichkeit stehen, also zu unserem Körper, zu den Empfindungen, zu den Wahrnehmungen, Gemütstätigkeiten, ne, kommen und gehen. Vorhin war ich ein bisschen traurig. Weiß gar nicht warum. Ich war traurig. Ich habe die Traurigkeit beobachtet, scharf beobachtet, achtsam. Und dann ist sie wieder verschwunden. Gut, da ist sie weg. So. Kann übrigens sein, dass ich eine traurige, nachtodliche, astrale Wesenheit mir angegliedert hat in meiner Hülle und hat mir ihre Schwingungen kundgetan, die ich dann so als meine wahrgenommen habe. Das muss man immer verstehen. So diese unerklärliche Traurigkeit, Summertime Blues oder sowas, ja? Gibt so ein schönes Lied darüber. Das, was das Verhältnis zu unserer Persönlichkeit ist immer mit dem Begriff haben. Haben erklärt dann schon alles, was ich habe. Das mag ich haben, aber in Wirklichkeit kann man es mir auch nehmen. Hab und gut, alles geht weg, gut. So. Und Körper, Gefühl, Denken, Seele, Geist habe ich nur, das bin ich nicht. Können viele sagen, ich will es wieder haben. Ja, bitteschön, herzlichen Glückwunsch, ist doch wunderbar. Und die Möglichkeit wird uns im Buch des Lieds gegeben. Aber für mich gilt die Hauptrichtung Loslösung von allem. So. Und das ist dann natürlich dieses, das ist hart, meine Lieben. Zunächst mal kommt es einem hart vor. Weil es sogar frei von Empfindung ist. Man empfindet nichts mehr. Viele Leute, die glauben, sie empfinden nichts mehr, die empfinden oder sagen, ich empfinde gar nichts mehr. Die empfinden mehr als andere, die sagen, ich bin glücklich. Sie empfinden nämlich eine Leere, eine Verzweiflung, dies und das. Ja. Und empfinden kein Glück mehr. Was empfinden sie denn? Na, Unglück. Und Gleichgültigkeit ist desgleichen eine Empfindung. Gleichgültigkeit, ja. Gleichmut, das ist was anderes. Müssen wir immer wissen, diese Worte sind die Schlüssel zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist, frage nicht, was du bist, sondern frage, was du nicht bist. Du hast einen Körper. Du hast Empfindungen. Und nicht sagen, ich empfinde, nehme wahr und denke. Das kannst du mit Vorsicht sagen. Ja? Und diese gesamte uns wesensfremde Persönlichkeit ist ja entstanden, meine Geliebten, in Abhängigkeit vom Nichtwissen. Und immer wieder neu entsteht das, wenn man aber immer mehr das Wissen hat, was man nicht ist, löst sich dies irgendwann einmal
lösen sich die Beilegungen auf. Man wird nicht mehr so mit ihnen geboren wie bisher, so qualvoll, so furchtbar, so elendig. In einer Welt von Fressen und Gefressenwerden. In dieser ekelhaften, schlimmen, schlimmen, schlimmen Welt, meine Geliebten. Ja? Und dieses Nichtwissen ist ja auch eine unwesentliche Qualität. Ja, na gut, man kann doof sein und kann wieder schlau werden. Mal ganz buschikos gesagt. Man muss ja nicht doof bleiben. Ja, im Gegenteil, schon das Prinzip der Schule geht ja davon aus, dass man unwissend ist und dann hat man Wissen. Wahres Wissen liegt aber in der Loslösung von einem, nicht in der Anhaftung. Und wenn wir eine Sprache lernen, wie Sanskrit oder sonst was, da wollen wir nicht lernen, um schlau zu bleiben, sondern oder um intelligent zu wirken, sondern um uns leichter lösen zu können von dieser leidvollen, vergänglichen Welt. Und wir sind verantwortlich, mein Lieben. Und das ist ja das, was im Buch des Lichts für Kinder schon steht. Ja, ich sag euch mal was. Jedes Baby ist verantwortlich für seine Taten. Klingt komisch, ja? Ist aber so. Was ein Baby tut, fällt wieder auf ihn zurück. Das sind ja auch Energien vom vergangenen Leben. Das verstehen viele nicht. Ja. Und so leben wir alle unser Karma aus, meine Lieben. Und da fragt sich jemand, wie kann ich denn, was muss ich als erstes tun, um mich zu lösen? Musst du wissen, wovon du dich lösen willst. Oder wovon du dich überhaupt lösen kannst. Oder wovon du dich lösen solltest. Und das ist die Anhaftung an Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. Das geht schon mit der Mahlzeit los. Man könnte mir ja sagen, jemand kann 10 Stunden am Tag fressen, bis er platzt und kann sich auch lösen. Das geht nicht. Das geht nicht. Denn er hat ja eine Bindung an diese physische Welt geschaffen, an den physischen Körper. Das heißt, er wird nach dem Tode Fressskandas haben. Schaut euch mal dickgeborene Kinder an, da wisst ihr alles schon. So entstehen Kinderkrankheiten und nicht anders, nur so. Die Eltern haben damit nichts zu tun, sondern das Kind, wenn es verfressen war im vergangenen Leben als Erwachsener, wird sich natürlich an Eltern klammern, die an sagen wir mal, an Skandas auch von Eltern, die gleiche Schwingung haben, die Schwingung des Fressens. So. Aber so helfen die Eltern ja dem Kind, das Karma auszuleben, indem das Kind oft geboren wird mit Versagen der Niere, Leber, Bauchspeicheldrüse oder heroinsüchtig geboren, süchtig geboren. All diese Dinge sind Fortsetzung folgt. Und die Eltern zu beschuldigen, ist völlig unsinnig und dumm. Da weiß die Medizin dann überhaupt keine Ahnung. Und die Psychiater sowieso nicht und die Psychologen und sagen dann die Eltern und die Eltern empfinden Schuld. Ich habe euch schon oft von dieser Geschichte erzählt. Von Eltern, die bei mir waren mit ihrem behinderten Kind. Das Kerlchen habe ich gleich mal bei der Gurgel genommen. Nicht so fest zugedrückt, aber ich habe ihm da schon die Meinung gesagt. Weil der die Eltern beschuldigt hat, dass er behindert geboren wird. Sag ich, umgekehrt wird ein Schuh draus, mein Lieber. Zum Schluss haben sie alle geweint. So. Wie ist diese uns wesensfremde Persönlichkeit denn überhaupt entstanden, meine Geliebten? In Abhängigkeit von Nichtwissen. Und entsteht immer wieder neu infolge des Nichtwissens. Es sei denn, ich ringe ohne Unterlass. Und da habe ich jetzt mal hier, möchte ich eine Stufe nennen, zur Loslösung, zum Nirvana. Oder wenn man so will, erstmal zu den Himmeln der Religion. Da kann man ja weiter meditieren. Ja? Und das ist die Sittenreinheit, die mir lange unbekannt war. Da komme ich schon ins Husten. Ne? Aber so lernt der Mensch. Mein Leben, ich bitte euch. Die könnte man so erlangen, indem man zumindest mal in allem maßvoll lebt. Essen, trinken, sexuell und so weiter. Von Keuschheit wollen wir gar nicht reden, ist mal ganz zu schweigen, das schafft eh kaum jemand. Und bei der
Reizüberflutung, die unsere jungen Leute heute haben, na komm. Wir möchten nicht ins Detail gehen, ja. Aber wer ernsthaft bemüht ist, der kann das machen. Und er wird sofort, möglicherweise, in sich einen gefährlichen Feind entstehen sehen. Den Hüter der Schwelle. Der ihm sagt, das war doch die ganze Zeit so schön. Was hast du denn? Warum willst du denn nicht mehr? Dann geht der Kampf los. Der eine hat einen stärkeren Hüter, der andere einen schwächeren. Also das lehrt so und so und so und so seid ihr entstanden, ja. Aber doch nur, damit ihr euch besser von dem Entstandenen lösen könnt, während die Menschen, der Weltmensch, nimmt das Gelernte, um mehr anzuhaften. Und das ist das Unglück der Welt, meine Lieben. Das Buch des Lichts lehrt tausendmal exakter, wie die Welt funktioniert, wo sie herkommt, wie sie jetzt ist, wie sie sich verändern wird. Aber doch nur, damit man sich löst davon, nicht damit man weiter noch im Dreck rumwühlt. Und das ist das Satanische. An den Leuten, die in der Welt leben, die erkennen dies und das und jenes, damit sie noch mehr Quatsch machen können. Ein Buch des Lichts ist das Buch der Loslösung. Und vielleicht als erstes gesagt, das Buch der Konsequenzen. Denn nur wenn ich die wahre Konsequenz einer Handlung verstehe, kann ich von ihr ablassen oder entweder nicht, oder? Also man ergreift einen Keim und dann kommt wieder ein neuer Organismus. Ja. Wenn man aber die Lehre hat, erlischt der Drang. Man will nichts mehr von alledem, man ergreift auch nicht mehr. Und weil man nicht mehr ergreift, da wird auch nichts mehr für einen. So leicht ist es, so einfach und wohl auch so schwer. Ja? Wenn ich also sage, ich empfinde, ich nehme wahr, ich denke, dann will ich damit nur sagen, dass ich dieses Nichtwissen habe und dass ich es in unablässigem Kampf durch ein entsprechendes, durch entsprechende Werke, Worte, Gedanken zu vernichten habe. Buch des Lichts lehrt, man sollte nur eine Zivilisation entwickeln der Loslösung. Und alles, was da erfunden wird und so weiter, ist nur dazu da, damit man sich besser davon lösen kann. Nicht wie jetzt, damit man noch zu anderen Planeten gehen kann und die noch weiter beschmutzen kann, als man es hier schon gemacht hat. Ja? Wenn ich nichts mehr will, und dahin geht die vollkommene Rede, mein Lieben, vom höchsten Standpunkt aus muss man das sehen. Wer nur ein bisschen bewandert ist in dieser Logik, der ist bereit, sich zu lösen. Der geht nicht erst durch den Schmutz. Der sagt nicht erst, wie viele sagen, ich will erst mal sehen, wie schön es stinkt, bis ich rausgehe. Ja, du bist deine zukünftige Leiche, so wie du dich hier definierst. Ich spreche praktisch zu zukünftigen Leichen. Naja. Im Aller-Tage-Danken wird alles Erkennbare an uns als nicht das Ich und als nicht unser Wesen erkannt. Und da ist doch verständlich, wenn sowas nicht Erkennbares, oder an, wenn sowas Erkennbares, meine ich jetzt, sich plötzlich wehrt. Weil es doch die ganze Zeit hat man es gewähren lassen. Es durfte dies und jenes und jenes. Und zwar Leben für Leben, nebenbei gesagt. Ja? Aber der Kern von allem ist nicht auszukundschaften, meine Lieben. Man kann das Ich nicht finden, weil das Ich das ist, das sucht. Es geht nicht. Jede Suchaktion geht von innen nach außen. Vom Suchenden zum Gesuchten. Ist doch einfach. Also, was ich tun kann, ist mich überhaupt vom Suchen wollen. Das geht. Das ist ja auch die letzte, höchste Instanz und Entscheidung. Dann kommt die Wahrheit. Und die Wahrheit wird euch befreien, sagt unser lieber Jesus Christus, der Meister Jesus. Also alle Gurus zu sagen, du kannst dich finden, sind ausgemachte Betrüger. Lügner und Betrüger
wissentlich oder unwissentlich. Ja? Und schaden mehr, als dass sie nützen. Alles, der Kern, verbirgt sich immer jegliche Erkenntnis. Ja. Und dennoch kann man nicht sagen, mich gibt es nicht. Wenn es mich nicht gäbe, dann können wir mich nicht beschäftigen hier mit der Buddha-Lehre. Denn mein Körper will das mit Sicherheit nicht. Denn der ist ja der, von dem ich mich lösen will. Unwillig übersetzt er meine Worte. Ich benutze das Anatta, um zu euch zu sprechen, meine Lieben. Beim Meister wie dem Buddha geschieht das ganz leicht. Ja? Oder wie den Meistern selber. So, ja. Schau mal. Alle Erkenntnisorgane sind von innen nach außen gerichtet auf die Außenwelt. Die Augen wachsen aus dem Gehirn heraus. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ja? Also gibt es keine Selbsterkenntnis. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Lug und Betrug. Selbsterkenntnis zu verkaufen ist Lug und Betrug und sonst gar nichts. Man geht von der selbstverständlichen Voraussetzung aus, dass ich nicht leugnen. Wir leugnen kann ich. Wir sagen nur, was es nicht ist. Ein großer Unterschied. Wenn ich sage, was es ist, knapp vorbei ist auch daneben. Lieber nicht. Ja? So könnte man das verstehen. Und alles, was vergänglich ist, sind wir natürlich nicht. Es kann doch nur das sagen, was unvergänglich ist. Oder das, was unvergänglich ist, benutzt das Vergängliche, so wie ich das jetzt mache, um die Unvergänglichkeit des Ichs zu postulieren. Denkt mal darüber nach. Um uns zu lösen, können wir nur das Erkannte benutzen und nicht irgendwelche pseudo-esoterischen anderen Dinge. Ja? Was ich im Erkenntnisvorgang wahrnehme oder der Erkenntnisvorgang des Körpers, den ich da wahrnehme, die Monade, der zeigt mir, was ich nicht bin, sondern was ich bestenfalls nur habe, wie jemand, der sich von seinen Kleidungen nicht lösen will, weil sie ihm so gut gefällt, bis er irgendwann stinkt und er sie waschen muss. Ja? Das höchste Glück, ich sage es euch jetzt ganz, ganz offen hier, ist die Reizfreiheit. Wer in der Lage ist, nur bei sich zu sitzen, von nichts mehr gereizt zu werden, der ist der höchste Meister, höher als der höchste Gott in Manifestation. Das sage ich euch. Der ist der Lehrer von Menschen und Göttern. Und wenn ein Reiz in ihn ankommt, lässt er sich davon nicht fangen. Er ist achtsam, er beachtet ihn. Und schaut mal, die ganze Welt im Augenblick ist ein Irrenhaus von gereizten Menschen, die Reizen erliegen. Ja? Also Reizfreiheit, da kann sich jeder testen. Wie nah bin ich schon dem Nirvana? Was reizt mich noch? Wir wollen hier nicht übertreiben. Wir wollen nicht in einem Leben Meister werden. Das klappt doch gar nicht. Aber man könnte sich fragen, was gefällt dir noch in der Welt? Das ist es, was dich von Nirvana abhält. Habe ich jetzt gesagt, meine Lieben, ihr sollt, ich habe nicht mal gesagt, ihr sollt euch lösen. Das ist das Buch des Lichts. Das macht, was ihr wollt. Habe ich gesagt, das ist nicht gut oder so, sage ich auch nicht. Ich mache dich nur darauf aufmerksam. Das, was dir hier noch gefällt, ist die Fessel, die dich hält oder die dich davon abhält, dorthin zu kommen. Das ist so, als ob du wo sitzt und jemand macht dir mit einer Handschelle die Hand an der Lehne fest, da kannst du nicht da drüben hin. Und so ist jeder gefesselt. Ist doch eigentlich ganz einfach. Ich kenne meine Reize, beziehungsweise was mich reizt. Und wer mich als Guru nimmt,
Der muss einen gewaltigen Sprung in der Schüssel haben, das kann ich euch sagen. Ich verbitte mir das, ja? Kennst du das, wo du gereizt werden kannst? Ich sage nicht mal im Schlimmen, jetzt, sondern so um Gottes Willen, nein, nein. Was gefällt dir noch? Genau das, was du sagst, hält dich. Und wenn es das höchste, edelste ist. Nirvana kann dich nicht halten. Dich kann nur halten, was Nirvana nicht ist. Nirvana ist immer da, immer mit offen. Steht da mit offenen Armen. Da bin ich. Wie der Erlöser, steht da mit offenen Armen. Keiner will ihn. Kaum jemand. Ist ja auch verständlich. Weil die Reize ja so schön ist. Vor allen Dingen die Reizbefriedigung, oder? Machen wir uns doch nichts vor. Komm. Also, ich kannte mal einen Fastguru. Der ist, glaube ich, der hatte, das war irgend so ein Cola-Getränk. Da brauchte der einen ganzen Kühlschrank davon. Da hat er noch angehaftet, sonst nicht mehr. Na gut. Aber meine Lieben, es geht doch in dem, was ich sage, nur um eins. Ich mache ganz klar die Trennlinie zwischen Atta und Anatta, zwischen Leid und Erlösung davon. Vergänglich und zeitlos ewig. Wenn man diese Trennlinie nicht macht, fällt man immer wieder auf die Schnauze. Ja. Man soll sich zumindest bewusst sein, das hält mich doch davon ab, falls man das andere überhaupt will. Entschuldigung, das ist ja nun hier nicht selbstverständlich. Aber man kann sich selber doch schon mal sagen, schau mal, du gehst nach Rom und da hinten ist Neapel. Und du sagst, mir gefällt es in Rom, ich will ihn nach Neapel. Wunderbar. Dir gefällt es in der Welt, du willst ihn nach Nirvana, ist nun mal als Beispiel, du bleibst halt da. Ich möchte nur, dass du weißt, es gibt noch etwas. Es gibt noch etwas. Und das ist für mich so gewaltig, so ungeheuerlich, weil es jenseits der Empfindung liegt. Aber es ist doch, aber der, der nichts mehr wahrnimmt und empfindet, ist doch nicht zerstört. Entschuldigung, kann man sagen, was er ist? Man kann nicht mal sagen, dass er befreit ist. Das wäre auch zu vermessen. Und dass er da ist, haben Leute wie der Buddha und so weiter bewiesen, indem sie aus der Nirvana-Meditation immer wieder zurück in den Körper gekommen sind. Wenn sie gefragt hat, wie war es dort, haben sie mir die Schulter gezogen. So knallhart. Ich kenne nichts Radikaleres, mein Lieben. Ich sage immer, IS ist ein daumenlutschender Kindergarten gegen unsere Lehre, nur dass wir gewaltfrei sind. So. Man hat also den Drang nach der Erkenntnis dessen, was unerkennbar ist, meine Geliebten. Was unerkennbar ist, kann ich doch nicht erkennen wollen. Das ist ja Perversion pur. Ich kann doch das selbst nicht erkennen. Was ich erkennen kann, ist, was es selbst nicht ist. Ja, das geht. Ich, das Selbst, wenn ich es jetzt mal ganz kernhaft sage, ich, das Selbst, benutze die Aktivität des Körpers, der ist nämlich der erkennt, ich erkenne gar nicht. Und durch den Erkenntnisvorgang des Körpers weiß ich, das bin ich nicht. So scharf ist die Grenze, mein Lieben, so scharf. Ja? Und darum kann man eben das letzte Rätsel nicht nennen. Heißt aber nicht, dass es das nicht gibt. Der Mensch will ja immer eine Bezeichnung haben für etwas. Ja. Na gut, wir haben eine Bezeichnung, Nirvana. Aber wenn wir genau sehen, bedeutet Nirvana erlöscht. Was einige, die meisten naiven Buddhisten dazu veranlasste, zu sagen, dass man in Nirvana erlöscht ist. Ja, wer hat dir denn sowas erzählt? Erlöscht bedeutet da nur, Nirvana ist wie eine Flöte blasen, da kann man auch sagen, Nirvana ist ein Blasen der Flöte und so. Und durch den, wenn du eine Kerze ausbläst, dann sagen die, ja, da ist ja die Kerze erloschen. Die steht doch noch da. Sie glüht nur nicht mehr. Großer Unterschied. Und ganze Generationen von Buddhisten sind auf den Bauch gefallen,
Aufgrund dieser falschen Lehre und der Buddhismus wurde doch in Indien schon fast ausgerottet. Eben weil sie das nicht wussten, weil sie glaubten, sich erkennen zu können. Du kannst sie nicht erkennen. Du kannst dich lösen im Anhaften, im Verlangen von dem, was du nicht bist. Das geht, das geht. Und damit erfährst du dann den Tod nicht mehr. Das geht. Das geht. Wenn es keine Empfindung mehr gibt, meine Geliebten, hört mir bitte genau zu, weder von Wohlbehagen noch von Leid, noch irgendetwas, worauf wir einen Begriff bringen können. Also wenn das Nichtwissen restlos, ohne noch irgendeinen Reiz zu hinterlassen, aufgehoben ist, dann kommt die Wahrheit. Ja, dann ist keine Rede mehr, da ist kein Denken mehr. Meine Worte führen zur Stille. Mein Denkvorgang, den ich euch unterbreite, führt zur Stille. Ja. Und ich will mal ganz klar machen, dass auch meine Beilegungen mir nicht zugehörig sind. Wenn ich jetzt mal mit mir selbst das Wort ich benutze, dann ist das meinem Ich nicht zugehörig. Atanisati. Ja. Ja, wenn etwas meinem Ich zugehörig wäre, könnte man dann sagen, mein Ich? Ja. Aber, und das ist eben dieser wichtige Gedanke, meine Lieben, der auch zum Loslassen führt. Wenn ich Ich sage, dann meine ich doch immer schon irgendetwas. Ich bin dies oder das. Pass auf, Beispiel. Ich habe einen Körper, ich bin ein Mann. Gut. Sage ich. Jetzt sage ich, ich bin ein Mann. Wenn ich mich vom Körper gelöst habe, durch Definition, ich sage nicht mal mehr Meditation, sondern ich sage, ich bin nicht mehr der Körper. Also das sage ich schon nicht mehr, ich sage dann schon nicht mehr, ich bin der Körper. Gut. Dann bleibt noch, ich bin. Ja, was bin ich denn dann? Wenn ich mich von allem gelöst habe, meine Lieben, das Wort Ich benutzt man doch nur Subjekt-Prädikat in Verbindung mit etwas. Man nennt doch nicht immer rum und sagt Ich. Wenn eine Frau rumläuft und sagt Ich, meint sie sich als Frau. Wenn ein Kind rumläuft, sagt Ich, meint sie ich als Kind. Wenn ich aber mich nicht mehr mit diesen vergänglichen Beilegungen identifiziere, fällt auch das Wort Ich weg. Und so unerkennbar die Wesenheit ist, so unbenennbar ist sie. Ehre sei dem Buch des Lichts, mein Lieben. Und ich, der Tölpel Lanu, wurstle mich in meinen Erklärungen hier durch, so gut ich kann. Von daher kann man dann sagen, dass es das Ich per se nicht gibt. Aber nur in der Bezeichnung Ich. Aber der Lama und diese anderen Leute sagen, man wäre in Nirvana zerstört. Wenn der Meditierende aus Nirvana zurückkommt, dann sagt er wieder Ich. Weil er ja in der Welt ist, im Körper. Da muss er den Begriff Ich benutzen. Mit Vorbehalt. Wer hat mich verstanden? Und von daher gesehen ist es eine Frechheit, eine Unverschämtheit von dem Dalai Lama auch, die Leugnung des Ich durch den Buddha zu deduzieren. Ja, der Buddha hat ja auch ganz klar gesagt, ich gehe fort, lasst euch allein. Ich kehre zu mir selber ein. Da hat er mit Vorbehalt dieses Wort noch benutzt. Er ist schon oft eingekehrt in seinen täglichen Meditationen. Ja? Den Altersprozess des Körpers konnte er auch nicht aufhalten. Mit 75, mit 80 war es vorbei. Ich bin 76. Wundere mich sowieso, dass mein Nicht-Ich noch da ist. Aber nach dem Tode ergreift der Normalmensch im Tode einen neuen Keim, sozusagen ein neues Skanda, ein neues permanentes Atom, welches sich um einen neuen befruchteten Schoß gruppiert hat. Und das ganze Ding geht wieder von vorne los. Das ist ja klar. Aber der Anatta-Gedanke macht uns außerdem noch begreiflich, warum wir auf ewig nicht, oder warum es uns auf ewig, muss man sagen, versagt bleibt.
it in us, deep inside of your heart. There's a voice in the silence calling for you. It's your guiding star. Just listen, just listen, and you will see. It's the guru in you and the guru in me. The light on the path shall set you free. The master is calling, he is waiting for you. It's the guru in me. Life is just like a blink of an eye in eternity. This crazy world in which we're living is not reality. Keep searching, keep searching, and you will find Guru in you and the Guru in me. The light on the path shall set you free. Master is calling, he is waiting for you. It's the Guru in me and the Guru in you. It's a guru in me, oh, and